Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Das letzte Mal haben wir eine Terrorstadt wieder verschwinden lassen. Das ist interessant. Ich dachte eigentlich, dass die länger am Bildschirm bleiben. Ich wollte nur so lange warten, bis Tag ist. Aber die Aliens haben sich in der Nacht verzogen. Na gut, soll sein. Gehen wir wieder auf die volle. Wir haben zwei neue Soldaten. Schauen wir mal, wie gut die sind oder schlecht die sind. Naja, Firing Accuracy ist jetzt nicht so großartig. Von dem besonders schlecht eigentlich sogar. Und die zwei Wounded sind noch immer Wounded. Naja, ist okay. Bleiben wir einfach mal so, wie wir sind. Ach ja, stimmt. Wir haben da noch neues Zeug gekauft. Ja, eigentlich ist okay. Hey, wir haben den Sectoid Corps fertig. Few Reports. Schauen diese Aliens ekelig aus. Das sind typische Aliens mit diesen Riesenaugen. Sectoid Autopsy. The autopsy reveals vestigial digestive organs and a simple structure. The brain and eyes are very well developed. The structure suggests genetic alteration or mutation. The small mouth and nose appear to have little function. The webbing between the fingers and the flat feet suggest aquatic origins. There are no reproductive organs. And no clues as to how this species can reproduce. They are most probably a genetically engineered species. Okay, also die pflanzen sich nicht auf normalem Weg fort. Keine Reproduktionsteile. Sie dürften noch nicht essen und atmen, so wie Mund und Nase ausschaut. Und sie kommen aus dem Wasser. Okay. Na dann, schauen wir mal. Das ist unsere Alien-Spezialistentruppe. Schauen wir uns mal den Navigator an, was der so zu sagen hat. Okay. Ja. Ja. Was produzieren wir als nächstes? Produzieren wir vielleicht mal diesen Lasertank. Der kostet 500.000, echt jetzt? Wow. Ganz kurz, wir werden einen Teil von den Waffen verkaufen. Von den Heavy Lasern. Den Tank werden wir wahrscheinlich einfach in der Station lassen und nicht mitnehmen. Der Tank hat einige Nachteile, der ist relativ groß und nimmt vier Plätze im Raumschiff ein. Oh, View Report. Ein Motion Scanner. This sophisticated device uses a variety of detectors and advanced computer algorithms. To identify moving enemy units. However, it requires some practice to use effectively. Click on the motion scanner icon on the tactical display. Select Use Scanner from menu. The scanner display shows an arrow in the center
which is the direction the soldier is facing. North is at the top. The flashing blobs show units which have moved recently. Large units or fast moving units will produce larger blobs. Static units will not be detected. Okay. Also damit kann man Bewegung in seiner Umgebung feststellen. Also wenn sich aber ein Alien nicht bewegt, dann schieben wir es auch nicht damit. Wow. Okay. So, was machen wir? Small Launcher. Ja, okay. Machen wir mal. Wenn wir mit dem Ding fertig sind, mit unserem Panzer. Hey. So, machen wir mal Motion Scanner. Machen wir davon auch. Sagen wir mal, wie viel machen wir davon? 10? 15? 14? Ach, machen wir 20. Okay. Okay. So, ganz kurz nur, um wie viel könnten wir denn diesen Panzer verkaufen? Tank Laser Cannon. 594.000, das ist ein Gewinn von 94.000, weil 500.000 hat die Produktion gekostet. Naja. Wenn ich bedenke, dass uns die Ingenieure ja auch was kosten, ist es jetzt nicht so ein großartiger Gewinn. Ich verkaufe dann im Endeffekt lieber dieses Sectoid Corpses, weil die haben wir jetzt eh schon angeschaut. Wir behalten uns von jedem mal einen. Das ist auch ein ganz schönes Geld. Hey, ein UFO und wieder in Afrika. Schau an. Intercept. Los, Interceptor 1. Ah, diesmal bewegen sie sich in die andere Richtung, weg von Ägypten. Hoppi, hoppi. Ah. Hm. Sind wir schneller als die... Na komm schon. Nicht lassen davon kommen. Das ist ärgerlich. Jetzt kommt dieses UFO davon. Okay. Turnen wir zur Base. Dieses UFO finden wir nicht mehr. Ärgerlich. Wir sind so unfähig. Research completed. Sectoid Navigator. Der schaut wirklich gefährlich aus. The Sectoid Hierarchy ranges from soldiers to leaders with powerful psionic abilities. These psionic powers can be used to demoralize soldiers in combat or even take control of their minds. Das klingt nicht gut. They tend to indulge in human abductions and... Cattle mutilation. The abduction
is used to extract genetic materials for crossbreeding and developing clones for infiltrating human society. Na, das gefällt mir aber. The cattle provide both nutrition and genetic material. This race appears to want to develop superior genetic hybrids to increase the efficiency of their hive-like society. Okay. Also sie sind mehr so bienenstockmäßig organisiert und sie entführen Menschen, um genetische genetisches Material von den Menschen zu verwenden, um sich selbst besser zu machen. Okay, war's das? Viel mehr haben wir nicht erfahren von dem Navigator. Nicht wie mein Raumschiff fliegen kann. Alien Harvest, okay. The aliens have many uses for Earth's fauna. Animals are abducted secretly and returned with various organs removed. Cattle mutilations are predominantly reported along with UFO sightings. This type of alien activity causes great concern for governments and considerable anxiety amongst the population. This type of activity occurs mainly in farming land. The theory behind the alien harvest suggests that alien races originally seeded the planet with its flora and fauna, and now they have returned to reap the harvest they have sown. Okay. Offensichtlich holen sie sich gern irgendwelche Tiere und Pflanzen. Das beunruhigt die Leute. Meistens passiert das in ruralen Gegenden, also nicht in Städten. Und möglicherweise stammt die gesamte Flora und Fauna auf unserem Planeten von den Aliens, die jetzt zur Ernte gekommen sind. Okay. Ah, we can now research Alien Origins Hyperwave Decoder. Hm, Hyperwave Decoder klingt gut. Machen wir mal den. Vielleicht können wir dann die Funksprüche von den Aliens abfangen. Laser Defense. Juhu, Laser Defenses provide protection against incursion by hostile craft. Okay. 400.000, 10.000 kostet in Maintenance. Hm. So. Wir dann gleich die Stun-Bombs machen, weil die könnte den Small Launcher. Und das gibt jetzt irgendwie nichts mehr, was wir nicht von den Aliens erforschen könnten. Derzeit. Ah, Motion Scanner. Was machen wir jetzt? Machen wir mal so eine Laser Cannon, 180.000. Machen wir mal 6 davon. Und schauen wir mal, für wie viel wir diese Laser Cannons verkaufen können. Apropos verkaufen. Intercept Basis. Wie viel bringt denn so ein Motion Scanner? 45.000. Wie viel hat er gekostet? Ist wurscht, wir verkaufen mal 10. Mm-hmm.
Na gut, aber wir könnten jetzt eine Laser Defense bauen. Und eine Laser Defense? Ja, Geld haben wir ja. Und mal eine Laser Defense. Und machen wir ein Large Radar System auch gleich. Okay. Medikits. Machen wir noch ein paar Medikits. Ja, alle natürlich. Ein Large UFO. Wow. Vielleicht sollten wir gleich mit beiden Interceptoren hinfliegen. Hinterher. Oh. Und in Casablanca gibt's Terror. Ah, verstehe. Das war das große, fette Schiff. Aber... Wie bereits gesagt, wir brauchen solche Dinger. Ja, Motion Scanner vielleicht auch mit. Was soll's? Okay. Ah, wir sind auch schon durch. Gut, warte mal, dann nehmen wir aber die Jasmin und Fuyuko raus und geben Iva Retter und Nymi Gutierrez rein. So. Ritter ist auf jeden Fall nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. Das wird jetzt wieder etwas haariger. Nein, wir warten noch ein wenig. Weil wir wollen nicht im Dunkeln hinkommen. Ja. Casablanca. So, Stop und Options, wir speichern. Und Herrschaften, an dieser Stelle werde ich euch auch für heute gute Nacht sagen
Und wir sehen uns hoffentlich in 2 Tagen wieder, wenn ich die nächste Folge hochlade. Also bis dahin, schlaf gut und träumt was Schönes.